Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute, dem Beginn einer neuen Serie, in der ich ein bisschen über die Fraktale spreche, Stück für Stück jeden Bereich abdecke, wie zum Beispiel die Fraktale selbst, wie die ablaufen, Qualinfusionen, Belohnungen, Qualmarken, Fraktal-Dailies, den ganzen Spaß werden wir in einzelnen Videos aufschlüsseln. Das Video heute soll eigentlich nur als Einstieg dienen, das heißt, wir reden heute ein bisschen darüber, wo wir Fraktale überhaupt finden, wie die Lobby aussieht und wie diese allgemeine Funktionsweise ist. Diese ganzen spezifischen Sachen kommen dann in separaten Videos, deshalb heute kleine Einführung. Ich wünsche euch viel Spaß und wir legen los. Wir beginnen heute also mit einer sehr nasalen Stimme, weiterhin die Einführung und gucken uns erstmal an, wo wir überhaupt die Fraktale finden und was das ist. Die Fraktale findet ihr in Löwenstein, das heißt, wir haben ja hier Löwenstein als Hub in der Mitte. Hier habt ihr unten in dem Fort habt ihr ein Portal, das nennt sich Verlies Fraktale der Nebel. Und die Fraktale der Nebel sind eigentlich gedacht von ArenaNet so als Endgame-Content ein bisschen für 5-Mann-Gruppen neben den Dungeons, die jetzt wiederbelebt wurden und bieten eben natürlich besondere Belohnungen. Darüber reden wir in einem separaten Video. Und ihr könnt also hier einfach über das Portal die Fraktale betreten und hier schon bestimmen, welches Level ihr betreten wollt. Ihr seht jetzt bei mir zum Beispiel direkt hier in diesem kleinen Bildchen, haben wir erstmal hier empfohlene Spielerzahl, ganz klar, dann findet mehr Gruppenmitglieder, das verweist euch direkt auf das Looking for Group Tool. Hier habt ihr nämlich auch einen kompletten Abschnitt für Fraktale der Nebel, hier habt ihr die verschiedenen Stufen, die ihr also gehen könnt, die verschiedenen Bereiche. Diese Bereiche wiederum jetzt, natürlich für neue Leute ist das erstmal ein bisschen irritierend, beziehen sich nicht auf euer persönliches Level, also nicht das, was ihr hier unten dann seht, bis Level 80 geht das ja, sondern das ist eure Fraktalstufe, die ihr laufen wollt. Und das heißt, wir haben also hier Fraktalstufen 1 bis 25, bis 100 und ihr seht dann auch schon hier, es gibt eine persönliche Fraktalstufe, das bedeutet, ihr, wenn ihr Fraktale spielt, steigt immer wieder eine Stufe auf. Wenn ihr also ein Fraktal spielt der Stufe 1, dann seid ihr danach, wenn ihr das abschließt, Stufe 2 oder eben Fraktalstufe 2, eure persönliche und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Fraktalstufe 10 seid, also hier steht eure persönliche Stufe 10 und ihr lauft ein 15er, steigt ihr auch nur eine Stufe auf. Ihr könnt euch also somit mit jedem Fraktallevel, was gleich eurer persönlichen Fraktalstufe ist oder höher, immer ein Level nach oben spielen. Das geht dann natürlich bis Level 100. Ihr seht jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe also schon alles gespielt bis Level 78. Das heißt, ich könnte jetzt ein Level aufsteigen auf persönliches Fraktal Level 79, wenn ich die 78 laufe oder eins höher. Ihr könnt natürlich rein theoretisch auch, und das ist ganz wichtig, immer nur aufleveln mit einem Level, das heißt, angenommen, ihr habt jetzt jemanden, der kann 100 aufmachen, dann könnt ihr von Level 1 bis Level 100 durchleveln und spielt immer nur Level 100. Ihr müsst also auch nicht immer das Level spielen, was ihr gerade habt. Das heißt, ich müsste eigentlich niemals die 78 spielen, um 79 zu werden, sondern könnte alles höher spielen. Das ist dann die persönliche Fraktalstufe, die ist also ganz wichtig, weil ihr damit auch nur das Level aufmachen könnt. Das heißt, ich kann jetzt für meine Gruppenmitglieder, wenn ich jetzt beispielsweise eine Gruppe aufmachen wollen würde für Level 79, könnte ich das gar nicht machen, da bräuchte ich jemanden in meiner Gruppe, der das Level hat und dann könnte ich das auch öffnen. Hinzu kommt noch neu jetzt, das haben sie eben auch hinzugefügt mit dem Patch, mit dem Frühlingsupdate, dass wir jetzt hier schon, wenn wir das Fraktal auswählen, die Stufe, das ist also das Fraktallevel, dann haben wir hier direkt auch den Qualwiderstand, den wir brauchen und ihr seht schon, je niedriger das Level, desto niedriger der empfohlene Qualwiderstand, je höher das Level, desto höher. Und was ist das mit dem Qualwiderstand? Das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben also in den Fraktalen in besonderen Gebieten als praktisch als AOE-Schaden oder auch von Bossen direkt als Attackenschaden haben wir Qual, das ist so eine Art Zustand und der tickt mit einer bestimmten Prozentzahl eures maximalen Lebens. Und das könnt ihr also reduzieren, indem ihr dann hier solche Infusionen benutzt. Was genau das ist, das machen wir nochmal im separaten Video. Ihr seht dann hier, wir haben also hier, bei mir sind da gerade gar keine drinne, hier zum Beispiel Infusionen drinne. Und die steigen also hier euren Qualwiderstand und entsprechend könnt ihr dann auch eine Stufe laufen. Das heißt jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt Qualwiderstand 108. Ich könnte also ohne wirklich spürbar Schaden zu nehmen, könnte ich bis 76 könnte ich laufen ohne Probleme. Und dann seht ihr schon, das gibt also verschiedene Level-Abstufungen. Ihr habt persönliches Fraktallevel und das Fraktallevel an sich. Und wenn wir zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal die 70, das auswählen, können wir dann hier mit dem Forschungsmodus die sogenannte Fraktallobby betreten. Und von hier aus startet dann eigentlich der ganze Spaß.
Das heißt, ihr könnt mit eurer Gruppe dann hier euch aufhalten. Das ist auch der letzte Teil, den ich in diesem Video vorstellen möchte. Wir haben also hier verschiedene Leute. Dessa selbst ist sozusagen die Erschafferin der Fraktale, die Chefin. Die hat also das alles hier organisiert, glaube ich zumindest, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ihre Crew hier, Dessas Crew. Und hier gibt es links erstmal, das ist ganz cool, gibt es einen Fraktal-Schwierigkeitsgradforscher, der euch sagen kann, es gibt ja verschiedene Fraktale, auf welchen Leveln ihr die spielen könnt. Beispielsweise jetzt haben wir gerade den vorigen Boss auf Level 70 gestartet. Und da können wir mal gucken, auf welchen Leveln es das noch gibt. Das gibt es also auf der 10, Level 40, 70 haben wir gerade. Und auf der Level, auf dem Level 90 könnte man das auch nochmal spielen. Ne? Da seht ihr schon mal, es gibt also jedes Fraktal auf verschiedenen Leveln, weil Renet einfach nicht genug Fraktale hat, um wirklich bei 100 Stufen immer ein individuelles zu haben. So. Könnt ihr natürlich hier auch den Rest auswählen, geht hier einfach auf die weitere Fraktale und könnt alle mal anschauen, auf welchen Leveln ihr spielen könnt. Dann können wir hier, das ist ganz cool, in den Fraktalen nochmal separat die Schwierigkeit einstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt ein falsches Level aufgemacht habt und merkt, ups, wir wollen gar nicht 70 laufen, sondern wir wollen die 71 laufen, dann könnt ihr hier auf die 71 gehen, drückt OK und es hat sich schon verändert. Das heißt, wenn ihr jetzt da reingeht, dann werdet ihr transferiert in das entsprechende Level. Ganz wichtig, wenn ihr jetzt mehrere Leute in der Gruppe habt, ich bin jetzt nur alleine, dann kommt hier, wenn ihr in die Mitte geht, eine Abfrage. Das heißt, jeder muss bestätigen, okay, gut, wir wollen weiterreisen. Selbst wenn diese Abfrage schon da ist und nicht alle bestätigen, könnt ihr noch das Level verändern. Ne? Also das ist ganz cool und dann reist ihr trotzdem trotzdem in das Level, was ihr eben jetzt als zweites erst angegeben habt. Hier wiederum könnt ihr euch das Fraktalvideo angucken, das mache ich jetzt nicht, das ist jetzt nicht so besonders. Dann geht es weiter, hier natürlich ein Händler, ganz klar, zum Reparieren. Dann haben wir hier rechts ganz, ganz normalen Händler, der euch Sachen zum Wiederverwerten verkauft. Welcher Händler ganz wichtig ist für die legendären Rückenteile, das gucken wir uns auch in einem separaten Video an, ist dann hier die gute, die Kelvi oder Kelvi. Die verkauft euch dann die entsprechenden Teile, die ihr für die, also die entsprechenden Sammlungsbücher, die ihr braucht für die Sammlung des legendären Rückenteils. Dann gibt es hier den ersten spezifischen Fraktalhändler, der hat dann also auch verschiedene Sachen. Darauf gehen wir dann auch nochmal ein in dem Loot-Video, in dem Belohnungsvideo. Da gibt es also Rückenteile und so weiter und so fort. Dann haben wir noch hier einen speziellen Händler, der euch dann makellose Fraktalrelikte abnimmt. Was das ist, das werden wir dann auch nochmal in einem separaten Video klären. Und dann geht es noch weiter. Hier haben wir dann noch die Alchemistin, die euch nochmal so auch noch spezifische Sachen verkauft. Tränke, um euch ein bisschen ja, zu verbessern in den Fraktalen, mehr Schaden einstecken zu können, mehr Schaden auszuteilen. Und was sehr cool ist, das heißt, ihr habt ja am Anfang schon diesen Test gehabt, okay gut, wie viel Qualwiderstand brauche ich für ein bestimmtes Level? Und hier wiederum könnt ihr jetzt direkt anschauen, okay gut, wie viel Schaden bekomme ich eigentlich durch die Qual? Ihr seht schon, okay, ich bin jetzt hier auf Level 71, empfohlener Qualwiderstand 98, ich habe 108 oder so, das heißt, ich bekomme jetzt keinen Schaden, jetzt erhöhe ich mal das Level. Ihr habt ja schon gesehen, ich habe also, ich kann also hier umstellen bis auf 78, weil das meine persönliche Fraktalstufe ist. Und ihr wisst, 78 war jetzt 111 Qualwiderstand benötigt. Ich habe also 3 Qualwiderstand zu wenig und jetzt werdet ihr gleich sehen, dass ich jetzt spürbar mehr Schaden bekomme, wenn ich jetzt hier reingehe. Das heißt, man sieht jetzt auf jeden Fall schon die Ticks, die eben gar nicht so zu sehen waren. Und so wird das prozentual also gesteigert mit höheren Fraktalleveln. Aber ihr seht schon, ihr könnt also auf Fraktale laufen, wenn ihr jetzt vielleicht nur 15 Qualwiderstand weniger habt. Das ist kein großes Problem. So. Und dann sind wir eigentlich hier auch fast durch. Es gibt jetzt noch eine Besonderheit, und zwar Meister, das ist ein geiler Name, Meister 604, der euch nochmal in einen ganz bestimmten Ort portet, wenn ihr eine entsprechende Beherrschung freigeschaltet habt. Das ist dann hier nochmal ein besonderer Händler, der auch nochmal besondere Sachen hat. Dazu auch in dem Loot-Video nochmal mehr. Ihr seht dann hier verschiedene Essenzen, Infusionsextraktionsgerät und so weiter und so fort. Und das ist auch der letzte Punkt, über den ich noch sprechen möchte, bevor wir dann hier dieses kleine Einführungsvideo abschließen. Und zwar haben wir also noch einen Beherrschungspfad. Auch den könnt ihr natürlich in Tyria leveln. Ihr geht einfach auf H, eure Heldenübersicht, Beherrschung und seht dann bei Zentral-Tyria die Frakteileinstimmung. Über diese Frakteileinstimmung und diesen Mastery-Pfad werde ich nochmal ein ganz besonderes Video machen, damit ihr da auch die verschiedenen Stärken erkennt. Das wiederum würde ich natürlich, wenn ihr Fraktalläufer werden wollt, sehr, sehr schnell leveln. Das bringt euch nämlich mehr Loot. Ja, und damit sind wir dann eigentlich auch durch mit der allgemeinen Einführung. Die anderen Teile wie Dailies und so weiter und so fort, das schauen wir uns dann in spezielleren Videos nochmal an. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.